Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier heute einen Fall, der mit ein paar Worten einfach abgehandelt werden soll. So als wenn jetzt getan wäre, im Nachhinein entschuldige ich mich und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wir wissen alle, worum es geht. Es wurde gegen das Wahlgesetz verstoßen. Nicht von irgendjemand, sondern von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten dieser Regierungskoalition hier in Bayern. Und meine Damen und Herren, was damit beeinflusst werden sollte, ist doch ganz klar. Bei einer Bundestagswahl, wo um die 5%-Hürde gekämpft wird von dieser Partei vor den Freien Wählern, sollte gerade doch der entscheidende Drall gegeben werden, sonst hätte er nicht den ganzen Tag rumgetweetet, diese Grenze zu reißen. Dass das sang- und klanglos gescheitert ist und dass sie alle Mittel nutzen, auch illegale Mittel, das durchzusetzen, das spricht eigentlich Bände. Meine Damen und Herren, die Kritik an Herrn Aiwanger, der ja hier in dieser Koalition verhaftet ist, ist nicht erst seit dem heutigen Tage aufgetaucht. Ich erinnere an Folgendes. Denken Sie an die unsolide Haushaltsführung einzelner Landesverbände. Selbst der Justiziar Bernd Richter der Freien Wähler fordert den Rücktritt seines Parteifreunds Aiwanger. Meine Damen und Herren, wenn selbst die eigenen Leute das sagen, dann sollte hier doch mal Vernunft einkehren und endlich mal Folge geleistet werden. Zweitens, denken wir an die Maskendeals zurück. Was war das denn, Herr Aiwanger, als das Wirtschaftsministerium in der Corona-Krise gleich mit Ihrem Autozulieferer Zettel, der ja gut bekannt ist, gerade 20 Kilometer von Ihnen entfernt wohnt, 6 Millionen Euro für 1 Million Masken ausgegeben worden sind. Jede Maske 6 Euro, wenn man überlegt, das LGL hat das für zum Teil 70 Cent gemacht. Also das hat ein starkes Geschmäckle. Ich erinnere auch an Folgendes. Sie haben einmal gesagt, jeder anständige Mann und jede anständige Frau in diesem Land solle ein Messer tragen dürfen. Opposition und Partei widersprechen. Gerade wenn man sich diese ganzen Messermorde und Verbrechen anschaut, die über Deutschland in letzter Zeit hergekommen sind, meine Damen und Herren. Ja, typisch für diese Koalition ist das. Und wenn ich mich jetzt mir anschaue, was der andere Part dieser Koalition macht, Herr Söder könnte Sie ja einfach entlassen. Wir werden darüber nachher noch verhandeln, hier auf einen Dringlichkeitsantrag. Schauen wir doch mal den anderen Part dieser Koalition an, die CSU. Erinnern wir uns noch, die Leute sind vielleicht vergesslich, ich bin es nicht, die AfD ist nicht vergesslich, wir erinnern uns noch sehr gut an die ganzen Skandale mit Herrn Sauter und 1,2 Millionen Euro, was hier alles passiert ist. Das sind Dinge, die dann zum Glück kurz vor der Wahl irgendwie nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Zum Glück für Sie, leider für den Bürger. Wir denken an Sauter hier im Landtag, an Nüßlein auf Bundesebene. Und eins möchte ich doch mal hier sagen, auch Richtung des Ministerpräsidenten, Herrn Dr. Söder. Herr Söder, was haben Sie denn noch gesagt kurz vor der Wahl? Auch um Leute zu beeinflussen, um das Wahlergebnis zu beeinflussen, haben Sie gesagt, Leute, die nicht CSU wählen, sollte man doch vielleicht gar nicht daran erinnern, darauf aufmerksam machen, dass am Sonntag Wahl ist. Ist das nicht auch eine ganz bewusste Meinungsmache, das Wahlergebnis zu verändern? Und das steht doch einem Ministerpräsidenten wie Ihnen ganz, ganz schlecht und es verrät etwas über diesen gemeinsamen Geist in dieser Koalition, mit allen Mitteln hier sich an der Macht festzukrallen. Und wenn ich sage, mit allen Mitteln sich an der Macht festzukrallen, dann ist das per se schon nicht schön, aber dann sage ich doch eine Sache in Richtung der Freien Wähler. Überlegen Sie doch mal, Sie sind doch sowieso nur ein Platzhalter hier. Sie sind ein Platzhalter für die Grünen, denn die Grünen sind dann der nächste Koalitionspartner, entweder in zwei Jahren, wenn wir Landtagswahl haben, oder vielleicht schon in 2 Wochen, wenn Herr Söder als Verhandlungsleiter jetzt für eine mögliche Jamaika-Koalition im Bund dann Bundeskanzler werden könnte. Ja, dann wird hier im Landtag vielleicht auch gleich mal ausgekehrt und dann werden Sie noch vor Ende Ihrer Legislatur abgefunden, kann ich sagen. Ein anderes Wort möchte ich hier nicht benutzen. Aber das Pfand, das muss man dann aus Bundessicht vielleicht den Grünen zugestehen.
Ich komme zum Ende. Die Freien Wähler werden hier wie die FDP vormals ausgelutscht und ausgespuckt werden. Kommen Sie endlich zur Vernunft. Machen Sie jetzt mit Anstand ein Ende. Beenden Sie diese Koalition. Geben Sie den Bayern einen Neustart, eine Chance und nehmen Sie diese schwerwiegenden Fälle als Anlass dafür. Vielen Dank.